die Menschen in Afghanistan jahrzehntelang erleiden mussten oder sogar noch erleiden müssen. Das können wir hier in Deutschland gar nicht in Worte fassen und auch gar nicht beurteilen. Jetzt gab es aber endlich mal einen Grund zu feiern in Afghanistan. Und zwar gab es einen Fußballgrund. Die Nationalmannschaft hat die Südasienmeisterschaft gewonnen, hat Kabul für einen Moment wieder zusammengeschweißt. Vier Nationalkicker, die haben wir getroffen, die leben in Deutschland, sind in Deutschland aufgewachsen, haben hier ganz normale Berufe in ihrer alten Heimat in Kabul. Da sind sie Volkshelden, haben diesen Titel in Afghanistan gebührend gefeiert. Also ein Titelgewinn, kann man sagen, der mehr ist als nur eine Trophäe für die Vitrine. Jeder Fußballer träumt irgendwann für die Nationalmannschaft, für seine Heimat zu spielen und seine Landsleute stolz machen. Die Lebensfreude in Afghanistan miterleben zu dürfen, dass mal die Menschen vor Freude mal lachen, weinen, das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Nach 30 Jahren nur Krieg haben wir ein bisschen Freude in Afghanistan gebracht. Dass man da beteiligt sein kann, das erfüllt uns mit Stolz. Amateurstatus in Deutschland, Heldenstatus in Afghanistan. Seit Jahren gehören Mansur Fakiria, Sanja Ahmadi, Mustafa Hadid und Atta Yamrali zum Kader der afghanischen Nationalmannschaft. Zu ihren Ehren hat die Europaabteilung des afghanischen Sportverbandes ein großes Fest in Hamburg ausgerichtet. Familien und Freunde konnten gemeinsam mit den Volkshelden noch einmal den Gewinn der Südasienmeisterschaft feiern. Diesen Spielern ist etwas gelungen, das weit über einen Titelgewinn hinausgeht. Die Euphorie im Land kannte keine Grenzen. Beim Empfang der Sieger herrschte in Kabul Ausnahmezustand, endlich mal in positiver Form. Es waren ja auch viele Jahre Bürgerkriege und diese Spaltung gab es leider immer. Jetzt war mal so das Gefühl da, wirklich eine Einheit zu sein. Zum ersten Mal ist so ein Wir-Gedanke entstanden. Du hast die Menschen gesehen, diese Freude, die haben sich umgetreten, sind wieder aufgestanden, haben sich in den Arm genommen. Teilweise haben sie Leute da irgendwie Unfälle gebaut mit Autos, wo sonst dann sich immer gestritten wurde und geschlagen wurde, haben sie sich dann in den Händen gelegt, sich gratuliert. Aufgewachsen sind sie alle in Deutschland, geboren alle in Afghanistan. Ihr familiärer Background liegt in Kabul, die emotionale Bindung nie abgerissen. Gut, ich bin zwar hier groß geworden und war ein Jahr alt, als ich da rausgegangen bin, aber man fühlt das schon, dass es ein Stück Heimat da ist. Und ich bin da geboren und das wird immer meine Heimat sein, auch egal wo ich bin oder wo ich spiele. Als ihre Eltern wegen des anhaltenden Krieges und aus Angst um ihr Leben die Flucht ergriffen, waren sie noch im Kindesalter. Wer nicht für Afghanistan in den Krieg ziehen wollte, wurde nicht nur unterdrückt, sondern auch verfolgt und eingesperrt. Ich war schon auch einmal im Gefängnis da drüben und das war so eine furchtbare Zeit. Und dass die danach dann, ich habe rausgekommen mit dieser Wort, man nennt auch durch den Bestechung, ne? Bestechung mit Bestechungsgeld, dann habe ich rausgekommen und dann habe ich wieder meinen Pass genommen und gefluchtet. Die Flucht endete schließlich in Deutschland. Das neue Zuhause hieß Hamburg. Und da begannen die Kinder im Alter von 6 bis 8 mit dem Fußballspielen. Inzwischen haben sich Mansur, Sanja, Atta und Mustafa längst einen Namen im Amateurfußball gemacht. Student Mustafa Hadid spielt beim Hamburger Oberligisten Altona 93. Hobbykicker einerseits, Nationalspieler andererseits. Zwei Welten prallen aufeinander. In Nepal zum Beispiel haben wir vor 30.000 gespielt und Wochenende gegen Rumbergen haben wir halt vor knapp 700 Zuschauern gespielt. Das ist schon ein krasser Unterschied. Speditionskaufmann Atta Yamrali spielt beim Landesligisten VfL 93 in Hamburg. Bei ihren Auftritten im Amateurbereich geraten die Spieler in den Fokus von Saber Ropavar. Der ehemalige Kapitän der Auswahl Afghanistans flüchtete ebenfalls aus der Heimat und ist seit 2003 als Scout in Deutschland aktiv. Er steht in engem Kontakt mit dem afghanischen Nationalmannschaftstrainer. Das Wort der Legende hat natürlich Gewicht in der Heimat. Saber Ropavar, Entdecker und Ziehvater zugleich. Ohne die bin ich ganz müde, ja, so krank. Also, wenn ich die sehe, dann würde ich so, kommt so Freude für mich. Weil wenn ich die immer sehe, dann sehe ich den Sieg von Afghanistan immer. Ja. Eine